nicht gerade das beste Wetter, um einen neuen Radweg bzw. den neuen Radweg in Dortmund in Betrieb zu nehmen. Aber heute ist der Radschnellweg quasi in Betrieb gegangen. Die Schilder wurden offen gemacht, die Mülltüten, die davor waren, abgemacht. Und wir haben uns das Ganze mal mit einer kleinen Testfahrt angeschaut, wie es sich jetzt hier so als Radfahrer fährt. Wir konnten hier heute in der kurzen Zeit, wo wir hier waren, schon mehrere Beinaheunfälle, allerdings nur zwischen Autos, beobachten. Und als ein Lieferfahrzeug sehr mittig auf der Straße geparkt hat, wurde es auch für den Autoverkehr eng dran vorbeizukommen und es entstand ein kleiner Stau, wo man dann als Radfahrender auch nicht mehr durchkam. Ansonsten war befürchtet worden, dass die Autos, die vor den Baumscheiben parken, also vor den Bäumen hier, dort auch weiterhin stellen werden. Das waren nie offizielle Parkplätze, aber es war quasi geduldet. Das fällt jetzt weg. Die Leute sollen da nicht mehr parken. Einige haben es heute trotzdem getan. Das Ordnungsamt ist dran vorbeigefahren, hat es dann aber auch beim dran vorbeifahren belassen. Insgesamt ist es ein schönes Gefühl, hier Fahrrad zu fahren. Man kommt in einem Schwung durch, muss nicht an jeder Querstraße anhalten. Die Vorfahrtsregel ist jetzt so, dass alle auf dem Radschnellweg Vorfahrt haben und alle anderen Vorfahrt gewähren müssen. Radfahrende haben wir hier noch nicht viele gesehen. Es waren tatsächlich mehr Autos heute unterwegs. Aber es ist natürlich auch noch so eine Sache. Diese paar hundert Meter hier sind natürlich jetzt noch nicht, machen das Pendeln mit dem Fahrrad noch nicht zum Zuckerschlecken. Da ist es wichtig, dass der Baufortschritt weitergeht und Radnetz erweitert wird, aber ist auf jeden Fall schon mal eine schöne Sache, das Ziel, dieser Teilschritt, endlich erreicht ist.